Das ist ein Smartphone-gesteuerter Motor-Panoramakopf für Panoram, logischerweise auch von Alpine. Das Ganze ist ein, vom Begriff her nennt sich das Ganze Alpine Labs Radiant Smartphone-gesteuerter Motor-Panoramakopf. Haben wir für verschiedene Kamerasysteme im Angebot, also einmal für die Lumix-Kameras, für Olympus, Panasonic, Sony, Nikon und für Canon. Und ich werde jetzt hier, also erstmal zum einen auf der Produktseite, auf Sie gerade sind, da finden Sie etwas weiter unten dann ganz hervorragende Produktfilme vom Hersteller, wo also die ganzen einzelnen Funktionen detailliert erklärt werden und vor allen Dingen auch, wo Sie dann auch ein bisschen ein paar Bildbeispiele sehen können aus der Praxis heraus, was im Studium etwas schwierig ist, das nachzustellen. Und ich werde Ihnen einfach jetzt mal ganz kurz eben so die Hardware so ein bisschen kurz vorstellen, was da alles mit bei ist und wie das ganz genau so im Detail aussieht. Vorab noch kurz die Erklärung dazu, dass es hier zu diesem gesteuerten Motor-Panoramakopf auch noch eine Winkelschiene gibt. Das ist die Alpine Labs L-Bracket Winkelschiene. Die sieht so aus. Die halte ich jetzt noch mal ganz kurz hier ins Bild. Das ist ein optionales Zubehör. Und damit haben Sie halt eben die Möglichkeit, dass Sie mit dieser Aluminium-Winkelschiene die Kamera um 90 Grad versetzt an einem Panoramakorb anbringen können. Also entweder halt eben, um dann horizontale Schwenks zu machen und bei denen sich dann die Kamera im Hochformat befindet. Das kann ja vielleicht in der einen oder anderen interessant sein. Ansonsten gibt es zu dieser Winkelschiene nicht so wahnsinnig viel zu erklären, außer dass sie halt eben aus Aluminium ist. Ist natürlich sehr hochwertig verarbeitet, hübsch designt, ne? Auch schön mit dem Namenszug, wie man das hier sieht. Und die Auflagefläche hier ist dann auch gummiert, damit das Ganze auch richtig hält. Und auf der Unterseite befindet sich dann hier eine 1/4 Zoll Gewindeschraube, die dann hier oben rauskommt, damit man das Ganze halt auch miteinander verbinden kann. Das halte ich jetzt mal eben kurz hier so rein. Ne? Das ist also ein Produktfilm hier für zwei Produkte. Diese Schiene ist extra, zu der gibt es halt eben ansonsten auch nicht weiter viel zu erzählen. Im Lieferumfang enthalten ist also einmal der Panoramakopf selbst. Dann haben wir hier zwei Anschlusskabel. Und zwar einmal zum Anschluss am Smartphone selbst oder des Tablets, das geht natürlich auch. Das ist also einmal das Kabel mit dem 3,5 mm Klinkenstecker und dem 3,5 mm Klinkenstecker. Ne? Einfach halt eben, weil an jeder Seite eins ist. dann haben wir hier natürlich jetzt noch die Klinkenstecker, für die also kameraspezifisch sind. Und zwar einmal halt eben dann für die verschiedenen Kamerasysteme. Das heißt natürlich aber auch, wenn Sie über so ein Kabel verfügen oder es halt eben optional erwerben. Das heißt, Sie müssen also jetzt nicht jedes Mal, wenn Sie zwei Kamerasysteme haben und dieses System haben wollen, dann brauchen Sie natürlich logischerweise nur einmal einen Panoramakopf und dementsprechend halt eben mit dem richtigen Kabel können Sie es dann halt eben an Ihrer Nikon anschließen, an die Olympus anschließen und so weiter. Wie gesagt, da muss man natürlich jetzt nicht irgendwie da jedes Mal, so können Sie natürlich trotzdem machen, ne? Also da haben wir nichts gegen. Aber wie gesagt, jetzt mal ernst, das ist halt eben dann einfach kompatibel, es hängt halt eben dann nur vom richtigen Kabel ab. Auf der Oberseite des Radian haben wir dann hier oben die 1/4 Zoll Außenschraube, das Außengewinde und hier unten drunter zum Befestigen auf einem Stativ dann ein 3/8 Zoll Gewinde, um das Ganze halt eben fest aufzusetzen. Diese kleinen Gummifüßchen, die habe ich schon mal drauf gemacht, die sind nochmal als extra Aufklebestreifen mit dabei. Ich muss mal kurz in den Karton gucken hier, dann kann ich das auch direkt zeigen, ne? So sieht das dann aus. Und die sind dafür gedacht, dass man die halt eben einfach hier drunter macht, damit der halt eben auch dann zum Beispiel auf einer glatten Unterfläche, Oberfläche bzw. Unterfläche ist auch schön, ne? So einmal von unten, dass der halt eben dann hier auch einen rutschfesten Grip hat, wenn man das Ganze zum Beispiel halt eben jetzt nicht auf einem Stativ befestigen möchte. Wir haben auf der Vorderseite, Entschuldigung, haben wir dann hier die ganzen Anschlüsse und die LED-Anzeige und das ganze, ja, Funktionale, was wir halt eben hier alles einstellen können, den An- und Ausschalter, Batterie, die Akkuanzeige, dann hier einmal die Kabel, wo wir dann mit dem Micro-USB dann hier auch zum Beispiel den Radian einfach aufladen können, wenn Sie jetzt irgendwas hören. Das ist also jetzt der Panoramakopf. Ich mache den mal wieder aus. Hier haben wir dann das Kabel für das Smartphone, was hier eingestellt wird. Und damit können wir dann hier halt den Panoramakopf dann auch komplett mit steuern und bedienen und vor allen Dingen auch dann einige Sachen ablesen. Mit dem mitgelieferten Kabel können wir dann das Smartphone hier mit dem Panoramakopf dann verbinden, dann öffnen Sie die App, dann sieht das Ganze so aus, da haben Sie die Möglichkeit, halt eben verschiedene Einstellungen vorzunehmen und vor allen Dingen auch die Einstellungen, die Sie einmal vorgenommen haben, dann als Preset abzuspeichern und beim nächsten Mal einfach dann halt wieder aufzurufen. Die Bedienung, die wir hier so drin haben, also was wir alles einstellen können, ist auch kinderleicht, wird auch direkt erklärt, um was es dann halt eben auch geht, wie viele Bilder wir machen wollen, die Framerate, in welchen Abständen der Verzögerungs- bzw. der Auslöseabstand und so weiter und so weiter. Und wenn wir das Ganze dann halt eben dann einfach hier alles eingestellt haben, gibt es noch einen erweiterten Modus, wo wir halt eben auch nochmal so Untermenüs haben, die jetzt alle hier komplett vorzustellen, ist im Prinzip eigentlich ein Ding der Möglichkeit, ne, wenn wir da irgendwann mal alle Feierabend machen, aber das ist halt eben alles sehr gut erklärt. In der App selber auch gibt es die Möglichkeit, dass man sich halt eben die ganzen Sachen, die man hier drin hat, einfach
erklären lassen kann, um halt eben noch mal so ein bisschen was nachzulesen. Im Augenblick leider nur in Anführungszeichen englischer Sprache hier verfügbar. Allerdings ist das auch wirklich jetzt nicht so, dass man da irgendwie mit großen wissenschaftlichen Begriffen irgendwie, ne, Sie sehen das ja auch hier, konfrontiert wird, ne, Time Delay, Speed Ramping und so weiter und Bulb und Hold, das hat jeder mit Sicherheit schon mal gehört. Da kommt man also auf jeden Fall wunderbar mit klar. Last but not least haben wir da natürlich hier auch noch eine kleine Anleitung, ein Manual, was hier halt eben mitgeliefert wird, das dann so aussieht, wo also auch nochmal hier übrigens, ne, beginnend mit einem sehr schönen Zitat von Ansel Adams, hier einfach nochmal alles erklärt wird, die einzelnen Funktionen, ne, die Benutzungshinweise, die ganzen Anschlüsse, die wir haben, die Funktionsweise bzw. die Informationsmitteilung der LEDs und wie man das Ganze halt eben auch befestigt, was man alles beachten muss, der Tilt und der Panoramamodus, wie man beides miteinander verbindet. Und wie halt eben auch die einzelnen Anschlüsse definiert und so weiter. Das wird also hier alles wunderbar erklärt. Und das ist natürlich halt eben dann im Lieferumfang mit enthalten, logischerweise auch. Und da kommt man auf jeden Fall nicht klar. Und Fakt ist natürlich auch, wenn man sich da mal so ein paar Minuten mit so einem Gerät beschäftigt hat, dann sitzt das sowieso alles, ist ja alles keine schwere Wissenschaft hier. So, das also war der Alpine Labs, der Radiant Smartphone gesteuerte Motor-Panoramakopf, den wir hier für verschiedene Kameramodelle im Angebot haben. Und bevor Sie halt eben dann da richtig loslegen wollen, dann gucken Sie mal ganz genau, dass Sie auf der richtigen Produktseite sind für das richtige Kamerasystem.